Liebe Annelie, erkennst du den hier? Der steht auf deiner Anrichte und ist Teil deiner Häschenfamilie. Und ich lese dir jetzt vor, was es mit ihm auf sich hat. Aus dem alten Buch Die Häschenschule. Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatt-Taschentuch. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch, tunkt auch eure Schwämmchen ein. Sind denn eure Pfötchen rein? Ja, nun marsch zur Schule gehen. Mütterchen, auf Wiedersehen! Hasen Hans und Hasen Gretchen gehen lustig, Pfot in Pfötchen, um die sechste Morgenstund durch den bunten Wiesengrund. Viele andere Hasenjungen kommen schnell herbeigesprungen. Auf dem Rücken sitzt das Ränzchen, hinten wippt das Hasenschwänzchen. Hops, noch über diese Quelle, hei, sie sind an Ort und Stelle. Wo die hohen Tannen stehen, kann man eine Wiese sehen. Kleine Bänke stehen in Reihen, hier zu zweien, da zu dreien. Hopp, 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 noch einen Satz und sie sind auf ihrem Platz. Hausmann mit dem bunten Rocke läutet hell die Morgenglocke. Und beim letzten Glockenton kommt der alte Lehrer schon. Runde Brille, grauer Bart, ohrenlang nach Hasenart. Artig faltet man die Hände, bis das Frühgebet zu Ende. Nun beginnt die erste Stunde. Häschen haben Pflanzenkunde. Ehe sie eine Antwort geben, müssen sie die Pfötchen heben. Und der Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar sind. Hasenhans, der weiß das wohl. Am allerbesten schmeckt der Kohl. In der nächsten Stunde dann kommt die Tiergeschichte dran. Von dem alten Fuchs, dem Bösen, wird erzählt und vorgelesen, wie er leise, husch, 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 schleicht durch Wiese, Feld und Busch. Und die kleine Gretel denkt, wenn er mich nur nicht mal fängt. Seht, wie ihre Augen strahlen, wenn sie lernen, Eier malen. Jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier weiß und rund mit den schönsten Farben bunt. Wer es nicht kann, der darf auf Erden nie ein Osterhase werden. Wenn die Pause nun beginnt, geht's zur Wiese wie der Wind. Lustig sind die Hasenjungen, toll wird da herumgesprungen. Doch die Mädchen knabbern stumm an dem Frühstückskraut herum. Hier hinten sind die Mädchen. Und sie wandern tipp, tipp, tapp mit der Freundin auf und ab. Und da ist das Eichhörnchen. Hasenmax, der Bösewicht, konnte heut sein Verschen nicht, hat gepfiffen und geschwätzt, Hasenlieschens Rock zerfetzt und eine neue Bank zerkracht. Und dabei noch laut gelacht. In die Ecke muss er nun. Ei, da kann er Buße tun. Klassenerste Hasenmine holt des Lehrers Violine, der den Bogen rasch und leicht mit dem gelben Harz bestreicht. Ping, pang, pung, die Geige stimmt, hoch er sie zum Halse nimmt, durch die Sommerlüfte zieht,
manch ein schönes Hasenlied. Und die Vögel haben sich auch alle versammelt, ne? Die hören alle zu und singen auch gleich mit. Mit den grünen Wasserkännchen laufen hier die Hasenmännchen, weil das Kraut die Blätter hängt, wird's mit kühlem Nass besprengt. Mädchen hocken vor den Beeten, um das Unkraut auszujäten. Und der Lehrer, der gibt Acht, dass es jeder richtig macht. Puh, anstrengend. In der allerletzten Stunde turnen sie im Waldesgrunde. Und sie lernen, wie beim Jagen man durch flinkes Hakenschlagen kann dem Hund eine Nase drehen. Nee, 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 nee. Und dem sicheren Tod entgehen, wenn im Winter durch den Wald laut des Jägers Büchse knallt. Endlich spricht der Lehrersmann: Liebe Häschen, tretet an. Lasst nichts in der Schule liegen, auf dem Heimweg stillgeschwiegen. Nicht vom Wege seitwärts springen, nicht in dunkle Büsche dringen. Hat der Rotfuchs euch am Kragen, hilft kein Betteln, hilft kein Klagen. Horch, wer wimmert dort so sehr? Liebe Häschen, kommt mal her. Ach, ich bin so schwach und matt, bringt mir doch ein frisches Blatt. Huhuhuhu, es ist der Fuchs, Augen leuchten wie beim Luchs. Hopsa, hopsa, wie der Wind, rennt ein jedes Hasenkind. So, nun ist die Schule aus und die Häschen sind zu Haus, setzen hungrig sich zu Tisch, greifen nach dem Löffel frisch. Kohlgemüse, Kressenblatt, ei, da essen sie sich satt. Wär ich nicht ein Kindelein, möchte ich gleich ein Häschen sein.